Hallihallo, hallöle. Mein Name ist Christian Schlegel. Es ist Freitag, der 27. März. Erste Vierteljahr ist fast rum und wir haben 17.38 Uhr. Und Sie schauen diesen kleinen Clip, weil Sie ein bisschen was über den DAX erfahren wollen. Dabei wollte ich Ihnen gerne helfen. Ich nehme an, das dauert so 5 bis 7 Minuten. Länger wird es nicht dauern. Wer es kürzer haben will, der kann auch hier hingehen. Das ist die Seite von NTV. Und dann gehen Sie auf Börse. Und dann guckt Ihnen dieser junge Mann hier entgegen. Das dauert dann nur 1 Minute und 33 Sekunden. Dann werden Sie in etwa das hören, was ich jetzt hier sagen werde. So, gehen wir doch mal in den DAX rein. Das sieht so unwirklich aus. So irgendwie so, auf einmal hier richtig runtergelassen. Ich gehe also mal näher ran, damit wir da überhaupt ein bisschen was wirklich erkennen können. Ich habe Ihnen die Retracements eingezogen, basierend auf den Xetra-Schlusskursen. Da habe ich einen ersten echten Widerstand des 38,2er bei 10.369. Die Bänder, da ist nichts Besonderes, gehen ein bisschen zusammen, aber das ist auch nicht so viel. In der letzten Woche muss ich eigentlich schon sagen, von dem oberen 13.500 hat 1.000 Punkte verloren. Das ist eine Menge. Wir haben die 20-Tage-Linie noch nicht geschafft. Wir sind immer noch nicht mal dran. Wir verweigern uns um eine Berührung. Aber die Chance hat dann nach wie vor, auch wenn wir jetzt hier eine kleine schwarze Kerze haben. 10-Tage-Linie knickt ein wenig nach oben ab, würde ich aber noch nicht allzu viel beimessen. 200-Tage-Linie ist völlig indiskutabel. Die ist oben bei 12.444, brauchen wir nicht. MACD ist nach wie vor leicht positiv im Sinne von sich stabilisierend und ist Stochastik, hat sich schon wieder ordentlich von dem heftigst überverkauften Bereich. Schauen Sie mal, wie lange das gedauert hat. Ein Monat. Ein Monat unter der 20. Deswegen, ich sage es immer wieder und lediglich, ich glaube, es war hier an dem und an dem Tag ist das über die 20 gegangen und dann war das Signal. Manchmal muss man da einfach lange warten. Das heißt, von dem ganzen Kladderadatsch, den wir jetzt hier haben, ist es relativ neutral in der Mitte der Bänder um die 20-Tage-Linie herum. Kein besonderes Signal hier, leicht überkauft dort. Da gibt es nicht viel. Man kann allerdings eins sagen, wenn Sie das mal so ein bisschen von der Distanz betrachten, ist das so eine Art Bärenflagge. Wir haben hier den Fahnenmast, den umgekehrten Fahnenmast, dann geht hier der kleine Kanal nach oben. Viele von Ihnen kennen oder kannten in den letzten Jahren nur die Bullenflaggen. Wir haben hier eine Bärenflagge. Ja. Aber ich kann so nicht ausmachen, wo jetzt der untere Trendkanal liegt. Deswegen gehe ich hier mal über die Stunde rein. Aber auch hier kann ich kann es nicht genau ausmachen. Geht nicht. Probieren wir mal die 4 Stunden, weil da muss man einfach ein bisschen spielen, um sich was zu holen. 4 Stunden hier sehen Sie es zumindest deutlich. Ja? Wir gehen hier ordentlich runter und dann kommt hier diese Gegenbewegung, die noch nicht mal bis zum 38,2er war. Das ist also für mich die Verbindung mit dem oberen Bollinger Band auf 4-Stunden-Ebene mit eben dem 38,2er bei 10.369 ist ein Widerstand. Ich gehe mal wieder zurück auf den Tag, denn da gibt es dann noch ein Gap, das ist sehr wichtig, das habe ich bei NTV auch gesagt, das ist dieses hier vom 11.3. bei 10.430. Ich sehe eine Welle A, eine Korrekturwelle B, auch das ist im Interview beschrieben. Ich warte eigentlich noch auf eine Downwelle C. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir hier nochmal die 7.500 sehen. Das ist noch nicht fertig hier. Das ist eine Entlastung, aber die Belastung kommt nochmal. Ich habe euch ein paar Scheine mitgebracht. Und zwar zum einen Call hier mit der Basis 8.971. Da sind wir also hier drunter, unter der 10-Tage-Linie. Der wäre hier. Das ist für die Leute, es ist nicht meine Meinung, die der Auffassung sind, dass wir über das 38,2er gehen, irgendwo hier Richtung 50er. Wie gesagt, ist nicht meins. Das 50er ist bei 11.000. Ich habe trotzdem mal diese Kennnummer. Das ist die 8.900, Entschuldigung, die Basis ist die 8.971. So, ich musste das nochmal hochladen. Die 8.971,22, das ist hier, das ist ein 14er Hebel. Das ist die GC1AQG. GC1AQG von Goldman Sachs, ein Open-End-Schein. Ja, das ist nicht meine erste Wahl. Ich spekuliere jetzt erstmal nicht nach oben. Ich warte, bis der hier um die 20-Tage-Linie rumspielt und dass hier irgendwo ein Verkaufssignal entsteht. Noch ist es nicht so weit. Gucken wir mal nach dem Put. Diesen Put möchte ich gern hinter die 10.369 und auch hinter die 10.430 legen.
sag mal, 10.550 ist so für mich das Erste, wo ich sage, das ist vielleicht recht sicher. 10.500, das passt doch hier. 10.529 ist ein 11er Hebel. Das ist ein Open-End-Schein, ebenfalls von Goldman mit der Kennnummer GC0B9H. GC0B9H. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute und bleibt gesund. Bye bye, ciao.